Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen. Und genau das tun wir diesmal auch. Wir besprechen zunächst The United States vs. Billie Holly. Zudem weiß ich nicht viel, außer dass er eine Nominierung hat für Andra Day für die beste Hauptdarstellerin bei den Oscars. Das könnte funktionieren, keine Ahnung, nichts Genaues weiß ich nicht. Ihr müsst in dem Fall also schon ganz genau hinhören, was Andy Lieder und Pete dazu zu sagen haben. Wir hatten vorab nämlich den Pressescreener, haben den Film für euch besprochen, dabei viel Spaß. Es folgt die Besprechung der kompletten Serie Legion. Aus irgendeinem Grund hatten Patrick und Frosty hier richtig Bock drauf, über diese Serie zu sprechen. Das haben sie getan und ich glaube, das ist extrem, ja, eine umstrittene Serie. Nichts Genaues weiß ich nicht. Mir wurde sie ursprünglich mal sehr empfohlen. Ob das im Endeffekt dann doch so geblieben ist, ob man die Serie schauen sollte oder nicht, erfahrt ihr in deren Doppel. Zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Backman. Das ist irgendwie total geiler Tiberius-Action-Film-Shit. Den haben sich Patrick und Kati gegeben. Ja, und ich sag mal, womöglich ist auch hier die Besprechung des Films deutlich unterhaltsamer geworden, als der Film selbst es ist. Leute, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wäre es ganz cool, wenn ihr mal in Ruhe drüber nachdenkt, ob ihr uns nicht vielleicht in irgendeiner Form unterstützen wollt. In den Shownotes findet ihr deswegen Links zu Buy Me a Coffee und PayPal. Ihr könnt uns also ein paar Euro bzw. Cent zukommen lassen. Das täte dem Telestammtisch sehr gut, denn wir könnten so unsere laufenden Kosten decken. Das wäre voll gut und wir würden uns total freuen. Leute, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen am Telestammtisch. Ich freue mich sehr, heute mit zwei Kollegen und Kolleginnen den Film The United States vs. Billie Holiday zu besprechen. Ich habe nämlich letztes Jahr schon eine tolle Doku über Billie Holiday gesehen, namens Billie. Die kam nur leider auch noch nicht im Kino, wie dieser Film hier, eventuell auch nicht so bald. Aber Pete hat ihn schon im Kino gesehen. Hi, Pete. Hi, Andy. Hi. Und die Lieder hat ihn, wie ich, als Stream gesehen, richtig? Genau, das habe ich. Ja, Pete, magst du uns mal kurz erzählen, wer den Film gemacht hat und alle wichtigen Fakten dazu? Ja, Regisseur vom Film ist Lee Daniels. Und der Film dauert 131 Minuten, also schon gut über 2 Stunden und ist ab 16 Jahren freigegeben. Ab dem 23. April ist er digital zum Kauf erhältlich, ab dem 30. April digital zum Leihen und dann noch 2 Wochen später am 14. Mai auf Blu-ray und DVD auch erhältlich. Und ich denke, Lida möchte uns jetzt erzählen, worum es geht. Ja, gerne. Der Film setzt mittendrin in Billies Leben ein und da sie ja jung verstorben ist, sie wurde nur 44 Jahre alt, ist das auch schon sehr nah am Ende. Wir beobachten etwa die letzte Dekade, die letzten 12 Jahre so ungefähr. Sie ist also schon aus ihren unglaublich armen Kindheits- und Jugendjahren aufgestiegen zu einem strahlenden Star der Jazzszene. Trotzdem wird sie als Person of Color in den USA der 50er natürlich schwer diskriminiert. Und in den 40er, der Film beginnt in den 40er, geht dann über in die 50er Jahre. In dem Moment, wo die Handlung einsetzt, ist sie auch schon bereits heroinsüchtig. Und das ist einer der großen Schwerpunkte des Films. Der andere sind ihre destruktiven, oft ja selbstschädigenden Beziehungen zu nutzlosen, gewalttätigen, ebenfalls oft drogensüchtigen Männern, die sie nur ausnutzen auf verschiedene Weise. Und so geht es eben immer weiter bergab, trotz ihrer starken Stimme und großartigen musikalischen Fähigkeiten. Mit zu tun hat auch direkt das FBI, nämlich Anslinger, der Initiator mit des sogenannten War on Drugs, der in den Staaten ja angefangen hat, etwa in den 20er Jahren, hat sie nämlich ganz besonders auf dem Kieker, weil er auch ein überzeugter Rassist ist und nicht will, dass sie ihren berühmtesten Song Strange Fruit weiterhin singt. Mhm. Ja, mich würde erstmal interessieren, hattet ihr schon irgendwie Berührungspunkte mit Billie Holiday? Seid ihr Fans der Musik oder kennt ihr euch ein bisschen mit ihrer Lebensgeschichte aus? Ich habe ja schon gesagt, ich habe da eine großartige Doku gesehen. Ich hatte sie jetzt nicht so, also den Namen kennt man natürlich und ich wusste, dass sie eine Jazzlegende ist, aber von ihrem Leben wusste ich noch nicht so viel. Das hat sich durch diese Doku geändert und deswegen hatte ich tierisch Lust auf diesen Film, weil ich fand damals schon einfach ihr Leben, die ganze Person einfach super spannend und natürlich auch nach der Oscar-Nominierung für die Hauptdarstellerin Andra Day war ich noch mal mehr gespannt auf diesen Film. Wie geht's da euch? Ja, also ich muss sagen, ich kannte sie vorher nicht. Ich hatte den Namen natürlich auch mal gehört, aber
es ist ja jetzt auch schon einige Zeit her, dass sie gelebt hat, in den 50ern vor allem. Ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, aber mich hat auch das gereizt, dass sie für einen Oscar nominiert ist. Und den Golden Globe hat sie auch sogar gewonnen. Ja, und deswegen war das eigentlich schon Anreiz genug, sich den Film überhaupt anzuschauen. Okay, und Lieder? Ich habe ihre Musik als Jugendliche entdeckt. Sie war eine der Sängerinnen, deren CDs damals noch bei mir rauf und runter liefen. Ist eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Unglaublich, niemand hat diese Stimme. Es ist schwer, nicht zu weinen, wenn man ihre Songs hört, zumindest einige von denen. Und ich habe zwei Biografien, beziehungsweise eine Biografie hat sie ja diktiert. Das heißt dann so eine verschwommene Grenze zwischen Bio- und Autobiografie, Lady Sings the Blues. Wobei man dazu sagen muss, dass Lady Sings the Blues nicht immer authentisch ist. Sie hat da zum Teil auch ihre eigene Geschichte oder ihren eigenen Mythos weitergesponnen und man kann das als einen interessanten persönlichen Bericht sehen, aber nicht 100% als das, was ihr Leben gewesen ist. Und dann nochmal unabhängig eine neutrale Biografie. Ich glaube, die wurde so in den Zeros geschrieben. Und umso interessanter war es für mich natürlich jetzt auch, dieses Leben oder zumindest einen Teil davon auf der Leinwand zu sehen. Dachte ich zumindest. Oha. Ja, du hast ja schon ein bisschen... Bist du schon ein bisschen in die Handlung eingestiegen? Also man hat so eine Art Rahmenhandlung, also wo sie auch schon ein bisschen älter ist. Es geht los mit so einer Interviewsituation, wo sie so ein bisschen zu ihrer Person befragt wird. Und ich fand, da waren echt coole Sätze drin auch. Also es geht ja, wie du schon auch angesprochen hast, anfangs hauptsächlich um diesen Song Strange Fruit, der halt eben einen Lynchmord beschreibt und so. Und dieser Song war anscheinend auch so ein bisschen eine Hymne für die Bürgerrechtsbewegung und so. Und der hat natürlich bei vielen, ja, für Unmut gesorgt, weil sie halt dann da, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, zu Unruhen aufgerufen hat. Es haben sich halt viele Leute Sorgen gemacht. Und wie du auch schon gesagt hast, wird dann das FBI auf sie aufmerksam und nutzt dann, weil man kann ja natürlich keine Sängerin einsperren wegen eines Liedes oder so, nutzt dann ihre Drogensucht, um ihr halt was dran zu kriegen. Und es wird ja im Film ja öfter mal auch, werden ihr Drogen untergeschmuggelt und so weiter. Also ich fand das sehr spannend. Wie fandet ihr denn so die Erzählstruktur des Films Lieder? Für mich war das mehr als problematisch. Zum einen wird der interessanteste Aspekt ihrer ganzen Karriere, nämlich ihr Genie, ihre Stimme, ihr musikalisches Vermögen, all das wird völlig an den Rand geschoben, um nur auf die sozusagen negativen Aspekte ihres Lebens, nämlich vor allem ihre Sucht und ihre Affären mit Männern, sich zu konzentrieren. Und das ist so eine typische Klischeeschwäche von Biografien über Frauen, dass es nicht darum geht, was hat die Frau geleistet oder was hat sie toll gemacht, sondern immer nur, mit wem ist sie ins Bett gegangen. Und wir haben da dann auch jede Menge überflüssige Sexszenen und überflüssige Nacktheit, die einfach nichts zur Handlung beiträgt. Und dieser Handlungsstrang, der mit der stärkste ist und sogar die wichtigste Nebenfigur, nämlich einen schwarzen FBI-Agenten, der sich dann in sie verliebt, einführt, dieser ganze Handlungsstrang ist völlig fiktiv. Und hat praktisch nichts mit ihrem, also minimal hat der mit ihrem realen Leben zu tun. Der basiert auf einem kleinen Satz aus der Vorlage. Und die Vorlage, kann man vielleicht mal kurz sagen, ist Joan Harris Chasing the Scream, First and Last Days of the War on Drugs. Also ein Buch, in dem auch Billie Holiday eigentlich nur in einem kleinen Segment vorkommt. Und das ist schon beispielhaft für den Schwerpunkt, den dieser Film setzt. Nämlich, es geht darum, oh man, Billie Holiday war ein Junkie, die immer wieder Schlägertypen verfallen ist, aber ganz nett, dass sie auch mal singen konnte. Ja, ich musste auch dann diesen Jimmy Fletcher nochmal googeln, weil das war der einzige Teil, der in der Doku jetzt nicht behandelt wurde. Also der kam da nicht vor und ich musste auch erstmal recherchieren, gab es den und so. Also es gab diesen Menschen anscheinend wirklich und er hat anscheinend auch seine Arbeit bereut und so, dass es eben zu einer Liebesbeziehung kam, war anscheinend nicht belegt und so weiter. Aber da musste ich mich auch erst ein bisschen schlau machen. Aber jetzt, Pete, für dich, du jetzt mit der Lebensgeschichte und so weiter, mit der Person jetzt vielleicht noch nicht so richtig dich auskanntest, wie fandest du das so? Hast du da viel gelernt? Warst du ein bisschen überfordert erstmal vielleicht auch durch diese Erzählstruktur oder bist du da gut reingekommen? Also ich bin eigentlich ganz gut reingekommen. Ich finde das in so Biopics auch immer eigentlich relativ angenehm, wenn man sich auf nur einen gewissen Zeitabschnitt fokussiert und nicht das ganze Leben der Person widerspiegelt. Weil in diesen 10 Jahren, die wir von ihrem Leben sehen, oder 20 Jahre, die es vielleicht auch sind, lernt man sie einfach viel besser kennen oder könnte sie viel besser kennenlernen. Aber ich muss mich da schon ein bisschen anschließen. Ich finde, sie wird sehr auf ihre Angreifbarkeit reduziert. Das heißt, wir sehen ihre Schwächen,
die ausgenutzt werden, aber wir sehen nicht ihre Stärken, die eigentlich in der Musik liegen, die sie auch nutzen möchte. Ja, ich gebe euch da schon auch recht. Also mich hat auch der Fokus anfangs auf diesen Herrn Fletcher so ein bisschen gestört, obwohl irgendwie in allen Aspekten immer doch ganz interessante Aspekte noch mit drin waren irgendwie. Also jetzt zum Beispiel dann, wo Fletcher zu seiner Mutter geht, die ein großer Billie Holiday-Fan ist, und sie ihm dann sagt so von wegen, ja, was hast du eigentlich getan, jetzt unter einem scheiß Vorwand, sie da irgendwie wegzusperren. Sie ist ja eine Heldin und so. Und ganz am Anfang finde ich schon, dass man öfter mal sieht, wie sie sich wehrt und wie sie halt eben ihre Musik und diesen Song halt für was Gutes, für eine Veränderung einsetzen will und so. Also es hatte schon einzelne coole Parts, aber ich hatte das größte Problem eigentlich für mich war dieses Kuddelmuddel so ein bisschen, weil ich fand es auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt von der Person zum Beispiel nichts kennt und dann ist sie von Anfang an drogensüchtig, gerät auch immer an die falschen und gewalttätigen Männer und so. Und mir hat das schon ein bisschen gefehlt, so ein bisschen Backstory, und die wird dann später ganz wirr und komisch so reingefriemelt in zum Beispiel in diesen Drogentrip von diesem Fletcher, wo man dann da so eine Drogenvision von Billie Holidays Kindheit sieht und so, die ja durchaus interessant und wichtig ist und so. Aber wie das alles so zusammengepuzzelt wurde, das fand ich irgendwie strange. Hat mir nicht so gut gefallen. Also man hat ja dann auch irgendwie so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, dann hat man teilweise sogar so Zeitraffer-Aufnahmen und so ein bisschen verschwommenes Bild. Also es war so ein bisschen verrückt zusammengeremixt, hatte ich das Gefühl. Also ich kam mit dem Filmstil nicht so ganz klar. Abgesehen jetzt von den Schwerpunkten im Film, die ihr so kritisiert. Also die verworrene Struktur war für mich auch eine große Schwäche, aber viel übler aufgestoßen sind mir eben zum Beispiel solche Elemente wie so eine Art Erklärdialoge, dass wir nicht, obwohl Andra Day großartig schauspielert, ihre Emotionen durch sie vermittelt bekommen, sondern dass dann männliche natürlich weitere Charaktere auftreten müssen und sagen müssen, und so geht es gerade Billy und das hat Billy durchlitten. Ah. Und so die Gefühle der Frau nicht für sich authentisch stehen, sondern erstmal durch einen Mann bestätigt werden müssen. Und das Gleiche eben mit ihrer Vergangenheit. Warum brauchen wir einen männlichen Charakter, der alles, was die Frau erlebt oder empfindet, filtert, damit sich die Zuschauerschaft nur mit dem identifizieren kann und wir uns nicht direkt mit ihr identifizieren? Das sind halt furchtbare, rückständige Strukturen, die ich auch so auf der Leinwand nicht mehr sehen will. Und es spricht auch für einfach schlechtes Drehbuchschreiben, wenn ich nicht authentisch darstellen kann, wie es der Person, die eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, geht, sondern immer nur, dass durch ganz plumpen Dialog oder Fingerzeige transportieren kann. Und dann auch ein weiterer Aspekt ist diese Figur des Anslingers, des FBI-Chefs, der Verkörperung von allem Rassismus ist, der im Film quasi auftaucht. Und das ist ein typisches Schema, mit dem systemischer Rassismus oder die ganz vielen Institutionen, die Rassismus praktizieren, die ganze Gesellschaft, mit dem das weggeschoben wird, indem man immer sagt, also das sind hier und da gibt es ein schwarzes Schaf, aber das System selber ist eigentlich okay, wenn es nur nicht da und da mal so böse Leute gäbe. Mhm. Und das ist ja genau gerade das Gegenteil von dem, was Realität ist. Also du meinst, dass jetzt das ganze Böse und dieser ganze, alles Schlimme, was da passiert ist, halt in diesem Film auf diese eine Person so projiziert wird, das meinst du, oder? Ja, der War on Drugs und alles verkörpert sich in der Figur Anslinger. Mhm. Und die strukturellen Ungerechtigkeiten, der strukturelle Rassismus, der auch ganz tief in der Gesellschaft verankert ist, der wird völlig marginalisiert und kommt kaum zum Vorschein. Man hat einmal einen Moment, wo sie in den Lastenaufzug gehen soll und nicht den normalen Aufzug im Hotel nehmen darf. Man hat einmal dieses Lynching und dann hat man alles andere nur durch Anslinger verkörpert und es ist nur von ihm initiiert. Ja, Pete, bevor ich noch mal was sage dazu, du wolltest noch was loswerden? Ja, also ich wollte auch noch mal sagen, dass sie eher von außen oft beobachtet wird von Figuren, dass man da so eine gewisse Distanz zu ihr aufbaut. Und was ich auch sagen muss, ist, dass für mich die Nebenfiguren jetzt nicht so stark sind. Ich muss halt sagen, ist schon einen Monat her, dass ich den Film gesehen habe. Und an die Nebenfiguren kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich habe nur in Erinnerung, dass das wirklich Stereotype sind, ja, die sehr eindimensional sind. Und bei denen man eigentlich schon weiß, was der nächste Schritt ist, den sie machen werden. Und auch insgesamt mit 2 Stunden, 11 Minuten ist der Film wirklich ziemlich lang. Aber was mir gefallen hat, war wirklich immer, wenn Andra Day da auf der Bühne stand und gesungen hat.
Ja, das fandst du, da man nicht. Ist einem richtig warm geworden. Das war wirklich eine tolle Stimmung. Auch wenn, ja, auch wenn sie da dann aus ihren Auftritten immer wieder rausgerissen wurde, war es doch, dass man gemerkt hat, dass da richtig Power hintergesteckt hat, dass das starke Szenen waren. Ja, Andra Day ist ja auch Sängerin, glaube ich, als R&B-Sängerin. Und ja, da braucht man nicht drüber diskutieren. Also die macht das schon gut und den Oscar hat sie auch verdient, Nominierung bekommen und so. Aber ja, wie die Lieder auch schon gesagt hat, diese Diskriminierungen, die in dieser Doku vor allem auch krass behandelt wurden, und da waren ja solche Geschichten dabei, da hat es mir echt im Kino die Sprache verschlagen. Also dass sie da teilweise, obwohl sie der Bandleader, die Bandleaderin war und die komplette Band, sie hat ja auch teilweise mit weißen Musikern dann gespielt, irgendwie im Hotel übernachtet haben und sie musste im Bus schlafen. Oder auch diese wirren Geschichten, dass sie sich teilweise noch dunkler schminken musste, weil sie ja doch einen relativ hellen Teint hat, in Anführungszeichen und so. Und dass sie das zum Beispiel mit am meisten fertig gemacht hat. Und da gab es so viele Sachen. Und dass sie dann nur diese eine Geschichte, wo sie dann einmal in den Aufzug nicht rein kann. Ich fand die Szene schon auch stark, weil der afroamerikanische Aufzugboy oder wie man das nennt, Lobbyboy, keine Ahnung was, wie man bei ihm sieht, dass er auch darunter leidet so ungefähr, aber er kann nichts dagegen tun, weil sonst verliert er seinen Job und so. Da waren schon so einzelne Szenen drin, aber das kam für mich auch viel zu kurz. Und dass am Anfang halt eben auch, weil ihr auch schon gemeint habt, sie wird jetzt von außen immer betrachtet und so. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass sie diesen Fletcher halt viel zu sehr im Vordergrund haben und es mir am Anfang zumindest viel zu wenig um Billie Holiday, ihren Werdegang und ihre Erfolge ging. Und später lernen wir dann erst mehr über sie und ihre Kindheit und so weiter kennen. Ich fand das alles ein bisschen durcheinander. Ja, gerade Fletcher, der war irgendwie am Anfang sehr präsent, ja. Dann auf einmal komplett weg, mhm. Dann wieder kurz da, hat eine wichtige Rolle gespielt und dann war er wieder weg. Also irgendwie war das ein bisschen merkwürdig inszeniert. Ja, und Entschuldigung, Pete? Ja, was meint ihr jetzt, wer hätte den Oscar eher verdient? Andra Day hierfür oder Viola Davis für Ma Rainey's Black Bottom? Die sind ja beide nominiert für beide relativ ähnliche Rollen. Also das ist total unfair von mir. Ich hatte ein bisschen ein Problem. Also sie hat top gesungen, hat super geschauspielert. Ich hatte nur irgendwie ein anderes Bild, jetzt sagen wir mal rein optisch, was sich aber auch so ein bisschen auf den Charakter ein bisschen ausgewirkt hat, von Billie Holiday im Kopf nach dieser Doku, weil rein von ihrem Auftreten und so fand ich die echte Billie Holiday irgendwie ganz anders. Also die hatte sowas, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es blöd klingt, aber so ein bisschen kumpelhafter und so ein bisschen freundlicher gewirkt. Und da hat dann ihr rebellisches Wesen so ein bisschen anders gewirkt. Und ich fand jetzt halt hier Andra Day rein optisch wirkt eher wie so eine Diva und so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Das war aber wirklich nur für mich und rein subjektiv. Ich fand es dann ein bisschen störend teilweise. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber wie gesagt, super gesungen und super geschauspielert hat sie, aber ich konnte jetzt da nicht so mich so richtig reinfinden. Und Viola Davis hat mich einfach umgehauen. Ja. Also ich wäre für Viola Davis. Ich wäre für die Mother of Blues und nicht für die Queen of Jazz. Sorry. Ja, ich habe Ma Rainey's Black Bottom nicht gesehen, darum kann ich die Frage nicht so richtig beantworten. Zu Andra Days Schauspiel kann ich sagen, auch ich habe diese Diskrepanz gespürt zwischen der realen Billie Holiday, sowohl optisch als auch in den Manierismen, und Andra Days Schauspiel und Gesang. Was das für sich genommen, hat sie gut gespielt und auch gut gesungen. Aber für mich war der Gesang wirklich das größte Problem, weil es überhaupt nicht ansatzweise so intensiv klingt wie Billie Holidays Stimme. Hm. Das ist eben auch etwas, das man nicht einfach so nachmachen kann. Und da hätte man eben die Originalaufnahmen, die ja existieren, nutzen sollen und nur vielleicht in kleinen Ausnahmeszenen, wo es sich nicht vermeiden lässt, mit einer Coverversion arbeiten sollen. Aber so wird halt niemals deutlich, was eigentlich Billie Holiday ausgemacht hat, was eigentlich dieses Genie wirklich war und ihre Stimme, die jeden Song, den sie interpretiert hat, der wird nur noch mit ihr assoziiert, weil das die ultimative Version ist, die sie geschaffen hat. Mhm. Und das kann der Film einfach nicht transportieren, sodass eben dieser Gedanke, das, was diese Frau besonders macht, ist, dass ihr Leben besonders dramatisch und dirty und wild und tragisch war,
der wird noch verstärkt dadurch, dass man ihr eigentliches Genie niemals sehen oder beziehungsweise hören kann in dem Fall. Und es ist ja noch so ironisch, dass das Filmposter uns so eine Art Zeile gibt, her voice would not be silenced, aber wir hören ihre Stimme niemals. Ja, das ist echt schwierig. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, ich konnte es aber genauso wie jetzt mit dem rein optischen nicht so richtig greifen irgendwie, weil irgendwie war es ein bisschen höhenlastiger. Aber ich will jetzt da nicht in die Details gehen. Wie gesagt, rein technisch und so weiter war das schon alles super, aber ja, wie du sagst, es war so eine kleine Diskrepanz, die mich so ein bisschen gestört hat, aber egal. Das ist einfach die Frage, jetzt nimmt man für die Rolle halt eine R&B- und Soul-Sängerin und dann lässt man die natürlich auch singen, sonst ja. Musst du jemand anderen besetzen für sowas. Ja. Ja, sie hat ja schon auch Hammer gesungen, also vielleicht war es nicht Billie Holiday, aber trotzdem, wo sie dann auch auf der Bühne steht, in der Carnegie Hall oder so singt, das hat mich schon auch eigentlich ziemlich beeindruckt. Ja. Aber ja, lasst uns mal zum Fazit kommen. Ich war wirklich ein bisschen durcheinander und wusste nicht so recht, wo ich was mir nicht so gefallen hat. Es war schön, dass ihr da mir ein bisschen auch geholfen habt, das so einzuordnen. Ich hatte irgendwie so Ecken und Kanten im Kopf, was mich gestört hat, aber ich konnte es erst nach dem Film nicht so richtig in Worte fassen. Aber ja, zum Beispiel dieser Fokus auf diesen Fletcher, der hat mich gestört. Dieser Fokus auf diese Romanze und dann auch diese Sexszenen fand ich auch irgendwie ein bisschen überflüssig in einem Film, wo es um Billie Holiday gehen soll und einfach mehr von ihr, von ihrem Talent oder von ihrer Person, von dieser Legende halt einfach ein bisschen in den Vordergrund stellen. Das hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Und dann noch ganz viele andere Sachen, aber die haben wir jetzt alle schon gesagt. Also von mir würde der Film dadurch, dass halt die Kostüme, der Gesang und die Machart des Films fand ich jetzt schon nicht schlecht, bis auf dieses Kuddelmuddel. Also ich würde ihm so 2 bis 2,5 geben. Weil was der Film gemacht hat, dass ich doch jetzt wieder Lust gekriegt habe, mich noch mehr zu informieren. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos über einen Anslinger angeschaut und so ein bisschen mir auch eine Biografie bestellt. Ich glaube, ich habe die falsche bestellt. Laut Lieder habe ich nämlich die bestellt, die Billie Holiday selber geschrieben hat oder diktiert hat. Aber egal, ich habe auf jeden Fall sehr viel... Das ist aber auch gut, das ist einfach nur nicht 100% die Wahrheit. Okay, aber gut, das im Hinterkopf zu haben, okay. Nee, das hat der Film schon geschafft, mir da so wieder ein bisschen geschichtliches Interesse zu wecken. Aber trotzdem war ich nach dem Film nicht zufrieden. Deswegen nur leicht unterdurchschnittlich von mir. Pete, was sagst du? Wie fandest du den Film? Ja, also in den Kritikszenen muss ich mich anschließen. Das sehe ich ähnlich. Ich fand aber, immer wenn Andra Day auf der Leinwand zu sehen war, da fand ich, hat man schon gesehen, dass sie wirklich gut spielt. Gerade im Vergleich zu den Nebenfiguren, die für mich deutlich abgefallen sind, ist sehr, sehr positiv gewesen. Und auch wenn sie dann wirklich aktiv auf der Bühne stand und gesungen hat, muss ich sagen, als jemand, der Billie Holiday vorher nicht kannte und mit ihrer Stimme noch nicht so vertraut war, muss ich sagen, das hat mir auch gut gefallen, gerade im Kino das Ganze zu sehen, in dieser Atmosphäre. Und wahrscheinlich gebe ich dem Film deswegen noch einen kleinen Pluspunkt. Aber ich wäre so bei 2,5 bis vielleicht sogar 3 wegen dem Kino-Pluspunkt. Aber viel mehr ist auch nicht drin. Okay, dann Lieder, was sagst du? Als jemand, der ein sehr konkretes Bild sich schon im Kopf geschaffen hat von Billie Holiday und ihrem tolle Stimme sich sehnlichst auf der Leinwand erhofft hat, war ich mehr als enttäuscht von dem Film, besonders von dieser heterosexistischen Perspektive. Man könnte vielleicht noch einen kleinen Punkt erwähnen, der mich auch sehr gestört hat. Billie Holiday hatte nicht nur Affären mit Männern, sondern auch mit Frauen. Und während wir jede Menge direkt zu viel Heterosex sehen, sehen wir natürlich nicht einen kleinen lesbischen Kuss. Ne? Mhm. So ist es ja immer. Darum gibt es von mir nur gerade so 2,5 Punkte und auch die nur für schöne Settings, eine tolle Hauptdarstellerin, auch wenn sie nicht hundertprozentig meiner Version von Billie entsprach, hat sie großartig gespielt und großartigen Kostümen, aber das war's auch. Ja. Es wird mal angedeutet, die Schauspielerin, glaube ich, diese Tallulah Bankhead, von der habe ich auch schon öfter, ich glaube, die wurde auch in der Doku erwähnt, da wird ja ein bisschen angedeutet und Anslinger spricht es ja auch an, dass sie da durchaus mit ihren weiblichen Freundschaften auch intim wird, aber du hast schon recht, da wird zu wenig gezeigt. Ich fand es anfangs noch ganz lustig, wo mal kurz erwähnt wird, wie sie Orson Welles warten lässt so ungefähr oder halt ihn irgendwie in ihrem Kalender nach hinten schiebt oder so. Also, dass sie
dass sie doch eine sehr, wie sagt man? Begehrt war. Genau, genau. Es waren kleine Sachen drin, die fand ich gut, aber im Großen und Ganzen. Okay, gut. Ja dann, von mir war es das. Ich empfehle nochmal die Doku Billy, die kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann irgendwann mal raus, vielleicht auch ins Kino, mal sehen. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dann sage ich Tschüss und überlasse euch die letzten Worte. Ich sage auch einfach nur Tschüss. Wiederhören. Hallo, hier ist wieder der Telestammtisch. Ich bin die Frosti und ich spreche heute mit Patrick. Ja, ich versuche es zumindest zu sprechen. Hallo Patrick. Hi. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über die Serie Legion zu reden. Die ist von 2017 bis 2019 produziert worden von der Firma FX Productions. Es geht über 3 Staffeln in insgesamt 27 Folgen. Und die ganze Serie besprechen wir deshalb, weil es die jetzt bei Disney Plus zum Sehen gibt. Genau. Ja, möchtest du kurz in die Serie einführen? Also Legion ist eine Marvel-Serie. Die wurde von dem Produzenten von Fargo Staffel 2 produziert, also von Noah Hawley. Und er hat dann auch direkt eine Bekannte aus Fargo mitgenommen, die Rachel Keller, die in der Serie Sid spielt. Und es geht hier um einen Jugendlichen, der hört sehr viele Stimmen in seinem Kopf und wohnt quasi in der Psychiatrie. Und irgendwann kommt dann ein neuer Patient rein, der das Ganze so ein bisschen in Frage stellt. Und er überlegt jetzt so langsam, bin ich vielleicht doch nicht verrückt, sondern könnte das sein, dass da übernatürliche Ereignisse stattfinden? Und damit wird dann eine Reihe von Ereignissen losgetreten. Genau. Das fasst es eigentlich ganz schön zusammen, finde ich. Und von daher hast du den Hauptspielort der ersten Staffel eigentlich ganz gut beschrieben, weil das spielt ja hauptsächlich tatsächlich in dieser Psychiatrie, wo er aufgenommen ist. Aber es ist halt nicht, was man vermuten könnte, dass es so eine typische Psychiatrie-Serie ist, obwohl es in der Tat sehr abgedreht ist. Aber es ist eine andere Art Abgedrehtheit. Dieses Abgedrehte ist eher so ein, wir unterwandern die Erwartungen abgedreht und vieles spielt sich auch in spirituellen Traumwelten ab. Also wenn du hier denkst, oh, jetzt findet gerade ein Kampf statt, dann machen diese Parteien, also da sind ein paar Halbgötter, Götter, Dämonen. Und oft ist es dann so, dass die dann auf einmal ein Dance-Battle oder ein Rap-Battle machen. Da merkt man schon, ja, das ist ziemlich abgedreht. Die Verknüpfung zum Marvel-Universum ist auch vorhanden. Ich wusste nach 5 Minuten, womit dieser David Haller oder Haller, der verwandt ist, das ist eine bekannte Marvel-Figur und er ist um die paar Ecken auch mit einer Marvel-Figur verwandt. Also das hat mir recht schnell erschlossen. Aber ich finde auch abseits davon funktioniert die Serie ganz gut. Ich bin jetzt in der 3. Staffel und hatte schon so die ganze Zeit über eine Ahnung, wen du mit deinen Anspielungen meinen könntest. Und ich merke, ich habe damit wohl richtig gelegen. Aber ich stecke jetzt nun nicht so tief im Marvel-Universum drin wie du. Und ich finde, man kann auch ohne großes Marvel-Wissen diese Serie gucken. Und sie ist extrem unterhaltsam. Ich fand, sie hat teilweise was von einem Drogentrip irgendwie, weil es halt einfach so sehr abstruse Bilder sind. Wobei ich jetzt noch ein bisschen einschränken muss, das bezieht sich eigentlich vornehmlich für mich auf die erste Staffel, die fand ich wirklich grandios. Irgendwie an der habe ich nichts auszusetzen. Die ist sehr schrill, die ist sehr bunt, die hat auch von der Art, wie die einzelnen Folgen gefilmt sind, irgendwie, also dadurch, dass ja auch unterschiedliche Regisseure sind für die einzelnen Folgen, dann auch unterschiedliche künstlerische Ansätze. Und das Ganze hat halt auch einen künstlerischen Anspruch, finde ich, so wie es optisch auch umgesetzt wird und hat irgendwie viele tolle, bunte Einfälle. Und diese Serie hat vor allem großartige Figuren. Wir haben diesen verrückten Wissenschaftler im Grunde genommen oder so eine Art Figur des verrückten Wissenschaftlers, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einer sehr kriegerischen jungen Dame verbunden ist.
Und was für mich natürlich irgendwie sowieso das totale Highlight ist, ist, dass Aubrey Plaza mitspielt und die spielt für mich irgendwie wirklich alle an die Wand in dieser Serie. Ja, dem stimme ich zu. Also alleine wegen ihr kann man sich ruhig alle drei Staffeln angucken, aber so viel nehme ich schon mal vorweg. Irgendwie, ich bedauere ein wenig, dass ich länger als die erste Staffel geschaut habe, weil was danach kam, das hat gravierend an Qualität nachgelassen, war dann teilweise von der Erzählung her lieblos aneinander gestückelt. Und was viel schlimmer ist und was eigentlich so das Schlimmste ist, was eine Serie oder ein Film machen kann, es fing an, mich zu langweilen, weil es viel zu langatmig dann wurde. Wenn man dann, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr konzentriert Serien und Filme guckt. Und wenn dann selbst ich irgendwie zwischendurch irgendwie mal anfange, nebenher im Internet zu surfen oder irgendwie aufs Handy zu gucken, das ist kein gutes Zeichen. Und ich habe mich stellenweise echt fatal gelangweilt, weil manches so extrem ausgewalzt wurde, irgendwie, wo ich gedacht hatte, Leute, irgendwie diese Folge hättet ihr in 5 Minuten erzählen können, weil das, was ihr mir sagen wolltet, das war nach 5 Minuten klar. Aber es wurde so in die Länge gezogen und ausgewalzt. Es war so schrecklich. Und also die zweite Staffel finde ich echt ziemlich schlecht irgendwie. Also so großartig die erste finde, so schlecht finde ich die zweite. Und bei der dritten bin ich jetzt ganz am Anfang, zu der kann ich noch nichts sagen. Ich werde sie natürlich zu Ende gucken, aber da kommt halt ein Thema vor, was mich überhaupt nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das so... Vielleicht kann man es andeuten, es hat was mit dem Thema Zeit zu tun. Und das ist ein Thema, das mag ich generell. Und ich find's einfach so, ist ein Thema, wo ich denke, so, nee, irgendwie sowas interessiert mich nicht, weil es ein Zugang zu Zeit ist, der mir total fremd ist. Ich bin so der Mensch, irgendwie Dinge passieren und dann nimmt man sie hin und fertig irgendwie. Und so dieses hätte Fahrradkette interessiert mich so gar nicht. Von daher. Ich mochte diese abgedrehten Figuren. Die haben mich dann auch bei der Stange gehalten. Das Problem von Staffel zu Staffel war dann für mich eher, dass die Charaktere auch von Staffel zu Staffel so eine Schippe Unsympathie drauflegen und man dadurch weniger Bindungspersonen hat. Wenn ich mir jetzt aber so diese Liste durchsehe, wer da alles mitgeschrieben hat, also Chris Claremont, Bill Sienkiewicz, Jeff Loeb, das sind alles Größen, die haben damals Marvel ziemlich bereichert und auch andere Comic-Universen, also auch DC. Man merkt schon, dass da was dahinter steckt. Das hat auch nach wie vor einen abgedrehteren Humor. Dieses Irrenanstalt-Setting hatte für mich aber tatsächlich auch etwas Frischeres. Hat übrigens auch eine Parallele zu New Mutants, also das spielt ja auch der Film in der Klapse. Und aus dieser New Mutants-Reihe könnte man auch David Haller kennen, also nicht aus dem Film, sondern in den Comics wurde unser Hauptcharakter eingeführt. Ja, was ich ganz spannend finde ist, also ich habe auch so irgendwie gemerkt, so am Anfang hatten die Charaktere auch noch so einen richtigen Bogen. In der zweiten Staffel habe ich einfach gemerkt, die wurden mir teilweise nicht mal unsympathisch, sie wurden mir egal. Die einzige, bei der es sich für mich gewendet hatte, war Rachel Keller. Die mochte ich nämlich am Anfang überhaupt nicht, weil ich so die Art, wie ihre Figur eingeführt wurde, ne, sie ist halt die strahlende Blondine und deswegen ist sie natürlich das Objekt der Begierde. Also das ist kein großer Spoiler, weil das passiert gleich am Anfang der ersten Folge. Also sie kommt die Treppe runter und er ist verliebt und irgendwie dann ist es halt die große Liebe. Und man denkt sich so, ja, okay, das Klischee der blonden Truller, ne, die auftaucht und schon irgendwie liegt ihr alles zu Füßen. Und also ich fand sie auch relativ blass die ganze Zeit in der Serie und fand jetzt so, die meiste Zeit saß sie dann mit aufgerissenen Augen da und ich fand auch, sie hat am wenigsten abgeliefert. Was ich aber bei ihr erfreulicherweise im Laufe des Ganzen geändert hat, was aber halt auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt mehr tun darf, außer traurig gucken oder ihn anzuhimmeln. So. Ja, am Anfang fängt es eben echt klischeehaft an. Sie sagt ihn auch dann am Ende der ersten Folge, dass sie ihn auch liebt. Und ja, dann könnte man denken, nette kleine Romanze in der Klapse. Was habt ihr für ein Problem? Sie hat noch diesen interessanten Ansatz, dass sie den Körper switchen kann. Also in dieser Irrenanstalt haben sich anscheinend ein paar mehr Mutanten getummelt. Auch Aubrey Plaza hat
so ein bisschen Mutantenfähigkeiten, die sie so richtig schön creepy machen. Aber bei Rachel Keller, da ist es so, sie fasst Leute an und dann switcht sie den Körper, was dann auch ab und zu so zu absurden Situationen führt. In der zweiten Staffel reizen die das mehr aus, verleihen ja auch so ein bisschen mehr Profil. Aber wenn du die jetzt neben Aubrey Plaza hältst, dann bleibt sie halt echt ein bisschen blass. Aber schlecht fand ich sie jetzt nicht. Vor allem, wir müssen bedenken, das ist mal eine Marvel-Serie, wo nicht plötzlich Leute dann in einem maßgeschneiderten, zu teuren Luxuskostüm stecken, sondern die haben überwiegend noch ihre Straßenklamotten an. Die befinden sich die meiste Zeit auf einem Selbstfindungstrip, haben auch so ein bisschen was von einem Disney-Abziehcharakter. Also alle haben irgendwie mindestens ein Familienmitglied verloren. Unser Hauptcharakter, bei dem ist es ja so, dass er, sein Vater hat damals den Schattenkönig besiegt. Und das ist dann so dieser eine Punkt, wo man sich dann fragt, ist er jetzt vom Schattenkönig vielleicht ein bisschen besessen oder ist er tatsächlich verrückt? Die Frage macht die erste Staffel nochmal ein Stück weit interessanter. Deswegen war ich mit den 27 Folgen denn gut bedient. Das war schön, es hatte ein philosophisches Ende. Auf einer Metaebene hatte das sogar eine Parallele zu gewissen Marvel-Blockbustern. Aber teilweise war es dann schon anstrengend, obwohl es Spaß gemacht hat. Obwohl dann auch immer wieder auf sehr schräge Art Musikvideos dann eingebaut wurden. Also da fallen mir auch noch so ein, zwei Dinge ein. Zum einen fand ich den Soundtrack echt gut, weil irgendwie man hat ganz viele alte Stücke, so von Pink Floyd oder Rolling Stones, She's Like a Rainbow und so. Also man hört so richtig schöne alte Rockklassiker. Man hört die teilweise im Original, teilweise auch so alte Sachen irgendwie dann in interessanten Coverversionen. Also insofern teilweise machen sie eine Musical-Anlage draus. Ja, und da gibt's dementsprechend Szenen, die echt gut sind, aber es gibt in der zweiten Staffel eine Szene auch mit einem Lied in der, ich weiß nicht, ob das irgendwann das Wüste nennen kann oder Savanne oder wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall so zwei unserer Hauptfiguren kommen in der Wüste aufeinander zu und es wird gesungen und es ist so schlecht. Also da habe ich gedacht, jetzt schalte ich die Serie aus und schaue nicht weiter. Es war unerträglich schlecht. Ich fand es schön, dass jede Staffel auch einen anderen großen Handlungsbogen hatte. Ob der einen gefällt oder nicht. Aber was mir auch dabei aufgefallen ist, viele der Darsteller, die in der ersten Staffel noch groß waren, wurden dann teilweise zu Nebendarstellern oder zu besseren Stichwortgebern degradiert. Das fand ich dann in der Hinsicht auch schade. Ja, ich weiß noch, irgendwie eine meiner Lieblingsfiguren aus der ersten Staffel, die ist dann ja so mehr oder weniger, ja, die taucht dann irgendwann noch mal kurz auf irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ob es am Ende der zweiten Staffel war oder am Anfang der ersten. Aber hat dann im Grunde genommen keinerlei Relevanz mehr irgendwie und wird dann einfach so entsorgt. Andererseits irgendwie, ja. Also was mir halt auch gut gefallen hat, war so diese unterschiedliche stilistische Darstellung. Und es sind einfach teilweise auch sehr schöne Effekte. Was mich an der zweiten Staffel ein bisschen genervt hatte, die hat halt so einen gewissen Rahmen um die einzelnen Episoden gesetzt, der irgendwie immer gleich anfing oder ähnlich anfing. Und das hatte mich dann doch sehr an diese einfaltigen Facebook-Liebesweisheiten-Kalendersprüche, die man irgendwie eine Zeit lang ständig von irgendwelchen entfernten Bekannten in die Timeline gespült bekommen hat, erinnert. So, wenn da so ein Typ mit tiefer Stimme, der irgendwie so Lebensweisheiten erzählt, dann klingt das immer erstmal unheimlich schlau und man denkt so, ja, da ist ja was drin. Und dann denkst drüber nach und sagst so, ja, eigentlich irgendwie Banalitäten oder das wäre für 2-3 Folgen, wäre das lustig und unterhaltsam gewesen und auch ein schöner Rahmen und man hätte es den ganzen abgenommen. Aber die zweite Staffel hat für mich einfach das Problem, dass sie den Bogen bei weitem überspannt. Also ich hoffe, dass jetzt in der dritten Staffel das Tempo wieder ein bisschen anzieht. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, weil die zweite Staffel ist auch die längste mit 11 Folgen. Während die anderen beiden Staffeln 8 Folgen haben, wenn ich das hier, ja, bei, die anderen beiden haben 8 Folgen. Ja, das ist. Also, das kann da vielleicht auch irgendwie mit reingewirkt haben, dass sie da gedacht haben, oh, wir haben mehr Zeit, dann reizen wir die doch bis zum Erbrechen aus.
Nee, es war halt wirklich wie so ein, ab einem gewissen Punkt wie so ein philosophischer Comic. Man hat viel um den heißen Brei rumgeredet. Im Prinzip hätte man aus der zweiten Staffel locker drei, vier Folgen kürzen können. Ohne dass was Relevantes gefehlt hat. Ich mochte trotzdem dann immer wieder so diese Sprüche oder die Einfälle, die sie dann haben, dass so ein Shogun gegen einen Panzer kämpft. Das fand ich zum Beispiel ein herrliches Bild. Das hat dann auch diese fast schon zu diesen zu großen Philosophie-Part dann wieder aufgelockert. Man hat nach 5 Minuten geschnallt. Ja, ich weiß, worum es geht. Ist gut, ist gut. Verkürzen finde ich auch gut. Ja, dann sagen wir einfach, die Serie hätte ein besseres Tempo gebraucht. Zumindest ab der zweiten Staffel. Ich habe mir ja die Tage, habe ich die Serie zu Ende geschaut. Es ist jetzt kein grandioses Ende, aber da wird auch schon wieder komplett die Erwartung unterwandert. Und trotzdem ist es kein enttäuschendes Ende. Man hat sogar wirklich nur 3 Staffeln geplant. Und danach hätten sie aufgehört, selbst wenn diese Serie keine Verlängerung bekommen hat. Man hat zumindest das Gefühl, dass was sie erzählen wollten, ist auserzählt. Und dann zumindest mit einem befriedigten Gefühl rauszugehen oder nicht mit einer Enttäuschung rauszugehen, ist bei Serien auch für mich mittlerweile eine Seltenheit geworden. Gut. Das war doch im Grunde genommen schon fast ein schönes Fazit. Möchtest du Pünktchen vergeben oder ist es schwierig? Ja, finde ich jetzt nicht. Ich finde es nicht schwierig, da Pünktchen zu vergeben. Dann? Was nehmen wir denn als Einheit? Zwangsjacken. Wir sind viel in der Psychiatrie, dann sind Zwangsjacken ganz praktisch. Okay, also ich mochte die Serie, ich mochte dieses Ungewöhnliche daran. Gerade diese ungewöhnlichen Bilder, die Musikauswahl und die Charaktere haben schon einen guten Job gemacht. Man merkt, dass da schon größere Marvel-Autoren dran waren, die es einen aber auch nicht jede Minute unter die Nase gerieben haben. Also schon allein für dieses Ungewöhnliche lege ich mal einen halben Punkt drauf, sonst wären es 3 von 5 Zwangsjacken. Also jeder, der was Ungewöhnliches von Marvel sehen will, mal 2, 3 Folgen antesten. Wenn euch das dann nicht zusagt, lasst es. Es wird nicht besser für euch werden. Man kann zumindest mal reinschauen. Es ist eine der ungewöhnlicheren Marvel-Serien der letzten Jahre. Das heißt, du hast jetzt 3 für die Staffel, für die Serie insgesamt gegeben. Genau. Ich überlege gerade. 3 für die Serie an sich. Und im Prinzip ist es das, was WandaVision so ein bisschen gemacht hat, nur mit ein bisschen mehr philosophischer Substanz auch. Also mit so einem Schuss Traumabewältigung, dass ja alle Figuren mit sich rumtragen. Ich würde mein Urteil 2 teilen. Also der ersten Staffel würde ich so 3,75 Punkte sogar geben, weil die fand ich echt unterhaltsam und gut anzuschauen. Aber der zweiten Staffel, die kriegt dann von mir leider nur 2,5, weil ja, eigentlich ist das sogar noch großzügig, weil das war einfach nur was auf die Augen. Und zur dritten Staffel kann ich auch noch nichts sagen. Aber auf jeden Fall, da schließe ich mich an, wer irgendwie mal was bisschen Abgedrehteres sehen möchte und irgendwie, es hat so teilweise ein bisschen was von so einem bunten LSD-Trip, finde ich, wie das irgendwie aufgebaut ist. Es ist halt alles ganz bunt und es ist unterhaltsam, schaut einfach rein. Ich meine, irgendwie, wenn man einen Disney-Plus-Account hat, irgendwie, dann guckt man einfach mal 1, 2 Folgen und wenn es einen packt, dann kann man es angucken. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, dann wollen wir euch nur noch darauf hinweisen, dass wir ja Community-unterstützt sind. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, zum Beispiel, ich glaube, über Buy Me Coffee und PayPal und die Shownotes unter diesem Beitrag oder wo immer ihr uns auch gerade seht. Da findet ihr die ganzen Einzelheiten, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr dies denn mögt. Und dann bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, dass du das mit mir hier heute so schön gemacht hast. Dankeschön. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist der Patrick. Hi. Hi. Und ich habe Backman im Namen der Rache geschaut und habe mir den Patrick zugeholt, damit ich hier keinen Monolog führen muss. Der Film ist eigentlich ein typischer Rachefilm und handelt von Backman, der ist ein Auftragskiller und gleich am Anfang hat er so einen Auftrag, wo er den Typ nicht unbedingt umbringen will, tut es aber dann doch und will dann halt aus dem Business aussteigen, was für eine Überraschung, und wird dann, also kommt in die Kirche, wird Pfarrer, nimmt dann ein neues Leben an,
bis dann der Pfarrer, der ihn und seine Fitzchen genommen hat, stirbt und auf einmal eine junge Frau vor der Tür steht, die auch Hilfe braucht. Die nimmt er dann auf, adoptiert sie, wird seine Tochter. Und irgendwann wird sie natürlich entführt und er steigt wieder zurück ins Business ein, um sie halt zu retten. Das ist so der Plot grob zusammengefasst, ein typischer Rachefilm halt. Bisschen überhasteter Rachefilm, aber ja, Standardkost. Ja, genau. Die Besonderheit an diesem Film ist ja, der wurde von der kirchlichen Organisation, aber gerade dieses Logo von Tiberius sorgt bei uns immer wieder so für ein ehrfürchtiges Aufstöhnen. Ja, also ich habe ihn auf Deutsch, das Screen aber auf Deutsch, die Synchro ist schrecklich. Aber kann man nicht anders sagen, das passt irgendwie nicht zusammen. Die Stimme von Batman ist total auf, das passt überhaupt nicht zu dem, was passiert. Das klingt total komisch alles. Und du hast schon gesagt, es ist so ein, Purflix Entertainment heißt die Produktionsfirma, die ist eine evangelisch-christliche, habe ich glaube ich nachgelesen, Produktionsfirma. Und das kommt im Trailer auch nicht so raus. Es geht dann halt darum, dass er halt eben Fahrer wird und dann da halt durch halt auch irgendwie sein Leben ändern will und so. Ich habe das dann nachdem ich den Film geschaut habe, herausgefunden. Und dann macht dieser ganze Kontext von dem Film auch viel mehr Sinn als davor, warum das auf einmal so passiert mit dieser Kirche und alles. Weil, ja, man kennt das von so Rachefilmen, dass halt die dann irgendwelchen Kodex haben und irgendwie aussteigen wollen, dann es irgendwas gibt, was sie halt in dem normalen Leben hält, bis wieder irgendwas passiert und sie wieder zurück einsteigen ins Business. Und ja, das macht halt in diesem ganzen Produktionsfilm und alles, macht das dann halt auf einmal im Gesamtkontext viel mehr Sinn, dass auf einem Fahrer wird und dass die ganze Zeit Bibelstellen zitiert werden und Predigten zeigt werden. Und ich habe halt zuerst nur den Trailer gesehen und das kommt dort, finde ich, nicht so heraus, dass es wirklich so stark darum geht. Ich meine, das soll jeder für sich entscheiden, ob er das sehen will oder nicht. Du verkaufst einen Rachefilm auch nicht besonders gut, wenn du da von vornherein klar machst, dass es ein kirchlicher Rachefilm ist, wenn er nicht zufällig der blutige Pfad Gottes draufsteht. Senkt da dann das Interesse oft gegen Null, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Who am I to charge, wenn es Spaß macht, der soll das gerne schauen. Aber abgesehen davon ist es auch einfach kein guter Film. Also. Wie sind denn die darstellerischen Leistungen so, wenn man das durch die Synchro dann noch beurteilen kann? Ja, also, wie gesagt, Synchro fand ich jetzt grauenvoll. Die Darstellungsleistungen irgendwie hat für mich da einiges nicht so zusammenpasst. Also, dieser Batman ist, es wird immer so gesagt, ja, er hat den Namen halt dieser Auftragskiller-Szene und er ist halt total berühmt, berüchtigt dort, bla bla bla. Aber wenn man ihn dann kämpfen sieht, die Kampfszenen, dann, ich weiß nicht, dann verliert er auch teilweise die ganze Zeit und es ist jetzt nicht so, als würde er jetzt so John Wick-mäßig einfach durchrushen und so alle Leute einfach umbringen. Und das ist dann irgendwie eigenartig, wenn man so einerseits hört, ja, er ist so der Badass und er hat den Namen in der Szene und alle haben Ehrfurcht vor ihm. Und dann andererseits diese Szenen sieht, wo er sich versucht zu wehren und das halt irgendwie lächerlich ausschaut. Ja, das ist dann, das passt alles nicht zusammen. Und dann haben wir die Synchro und schauspieltechnisch jetzt auch nicht Oscar-würdig. Jeff Fahey spielt hier schon wieder einen Pfarrer. Hat der denn wenigstens was Ambivalentes? Also auch das haben wir gerne in Rache-Thrillern, dass wir dann so eine Mentorenfigur haben, die dann die Wut von dem Killer zumindest versucht, in richtige Bahnen zu lenken, falls man das noch richtig nennen kann. Ja, also natürlich ist eine Mentorfigur, natürlich hat auch er seine Vergangenheit und hat was erlebt und will ihm deswegen helfen, bla bla bla. Also man kennt das. Und natürlich ist auch der Oberbösewicht, also der Gegenspieler, ein Sektenführer. Also das ist schon sehr bekannt, nennen wir es mal so. Ein Kirchenfilm, der sich über Sekten lustig macht, das ist schon sehr böse. Ja, ich habe es mal nicht ausgedacht. Ich glaube, mehr kann man dazu doch nicht wirklich sagen. Es ist halt wirklich Schemata, Rachefilm, nichts Besonderes, eben mit diesem kirchlichen Hintergrund. Es ist ein Tiberius-Film, das spricht meistens für sich Bände, auch wenn bei Tiberius ab und zu die ein oder andere Filmperle rausspringt. Wir sollten sagen, der Film kommt jetzt am 6. Mai digital und am 3. Juni auf DVD und Blu-ray raus. Also wer einen sehen will, kann sich dann entweder ins Regal stellen oder halt digital erwerben. Was würdest du denn an Punkten vergeben? Ich würde so 2 geben. Ich meine, er macht halt, also wie gesagt, die Synchro ist nicht gut, aber man kann im Original schauen, schauspieltechnisch auch nicht wirklich gut.
ja, es sind halt, es ist so ein Blaupause-Rache-Film. Das heißt, er macht es da nicht alles schlecht, aber man hat es halt schon gesehen. Deswegen würde ich halt so 2 Punkte von 5 geben. Ich könnte dann noch eine andere Empfehlung geben. Es gibt auf Sky, das hat die Serie Barry. Da geht es auch um einen Auftragskiller, der sein Gewissen entdeckt. Ist eine sehr schwarzhumorige Serie von den Beavis and Butthead-Machern. Hat auch einen sehr schwarzen Humor, da kann man gern reinschauen. Das klingt interessant. Dann würde ich sagen, verweisen wir jetzt noch auf die Affiliate-Links. Also ihr könnt uns bei PayPal und bei Buy Me a Coffee unterstützen, weil wir eine Community sind, die auch von ihrem Publikum oder von ihren Hörern so ein bisschen supportet werden. Den Rest stemmen wir aus eigener Tasche und wir bieten dafür auch ein ziemlich breites Spektrum an Filmkritiken. Da sind eben, wie wir eben gehört haben, nicht nur Filmperlen dabei, sondern wir tun uns da teilweise auch schlimme Filme an für euch. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.